Ich selbst bin keine große Freundin von Initiativbewerbungen und das liegt daran, dass in großen Unternehmen es relativ wenig Sinn macht, sich initiativ zu bewerben. Einerseits deshalb, weil diese Firmen sowieso sehr viele Bewerbungen erhalten, andererseits aber deshalb, weil die Personalabteilungen in diesen großen Unternehmen zentralisiert sind und daher wissen die nicht, welcher Bedarf an Mitarbeitern in den einzelnen Fachabteilungen besteht. Und es liegt daher an dem Engagement der Personalisten und Personalistinnen, wenn sie eine Initiativbewerbung erhalten, diese auch tatsächlich weiterzuleiten. Und ganz ehrlich, das bezweifle ich. Es gibt aber durchaus Fälle, wo Initiativbewerbungen sinnvoll sind und die möchte ich in diesem Video aufzeigen. Mein Name ist Annette Brineck, ich bin die Business Coach aus Wien. Und ich coache zu den Themen Bewerbung, Karriere und Führung. Eine Initiativbewerbung macht dann großen Sinn, wenn Sie ganz genau wissen, welchen Job Sie machen und wenn Sie auch wissen, in welchem Unternehmen Sie arbeiten wollen. Und dann wird es Ihnen auch gelingen, dieses Motiv interessant darzustellen, langweilige Initiativbewerbungen machen ja überhaupt keinen Sinn. Wenn es Ihnen aber gelingt, einen Ansprechpartner herauszufinden und diesem eine sehr interessante Initiativbewerbung zu schicken, dann könnten Sie gute Chancen haben. Suchen Sie sich also für Ihre Initiativbewerbung auch jene Person, die für die Entscheidung, ob Sie mit Ihrer Bewerbung Erfolg haben werden, ausschlaggebend ist. Das Internet bietet heute genug Möglichkeiten, Kontakt zu solchen Personen aufzunehmen. Machen Sie sich also die Mühe und finden Sie heraus, wer der Entscheidungsträger für die Position ist, für die Sie sich interessieren. Und nachdem die meisten Bewerber und Bewerberinnen schon ein Problem damit haben, ein aussagekräftiges Motivationsschreiben zu erstellen, wenn sie ein Inserat vor sich liegen haben, ist es natürlich ungleich schwerer, ein interessantes Motivationsschreiben zu schreiben, wenn man gar keine Informationen über den Job hat. Und das ist aber jetzt die große Kunst in einer Initiativbewerbung. Sie müssen dort überzeugen, dass Sie etwas ganz Besonderes sind oder darstellen können für diese Firma. Und da bietet sich's an, dass Sie eine konkrete Problemlösung schon anbieten können. Also Sie müssen ungleich mehr in einem Initiativschreiben überzeugen, dass Sie wichtig für das Unternehmen sind, als Sie das bei irgendeinem anderen Motivationsschreiben tun müssten. Und das Gesagte gilt natürlich nicht, wenn Sie auf der Homepage des Unternehmens explizit dazu aufgefordert werden, Initiativbewerbungen zu schicken. Dann wollen diese Unternehmen das ja. Thank you.